Lehrer Thomas Schmitz schaut angespannt in den Himmel. Vor wenigen Sekunden ist ein Forschungsballon der Kurfürst-Balduin-Realschule Plus in Kasseß-Esch gestartet. Der Ballon mit einem Durchmesser von etwa einem Meter ist bestückt mit Messinstrumenten und Kameras und soll in einer Höhe von rund 40 Kilometern, also in der Stratosphäre, Fotos erstellen. So ist zumindest die Planung und Berechnung von Lehrer Thomas Schmitz. Die Flugroute heute ist berechnet Richtung Norden, und zwar Grevenbroich so etwa. Und Flugzeit ungefähr 3 Stunden. Also so, sag ich mal, 2,5 Stunden, bis er platzt und dann abstürzt sozusagen. Wie hoch wird er fliegen? Das ist jetzt mal mit 36.000 Meter berechnet. Wenn es gut geht, könnte er bis 40.000 Meter fliegen. Aber das kommt halt, das kann man nicht so genau sagen. Wie fühlt man sich jetzt? Erleichtert, dass er gestartet ist. Jetzt müssen wir nur noch finden. Der Lehrer, der bereits vor einigen Jahren mit seinen Schülerinnen und Schülern ein vergleichbares Projekt initiiert hatte, versteht etwas von seinem Job. Das belegt die Tatsache, dass der Ballon nach Auswertung der erfassten Daten rund 37 Kilometer hoch geflogen ist und im Bereich von Mönchengladbach in einem Baum landete. Mönchengladbach ist Luftlinie rund 14 Kilometer vom errechneten Ziel Grevenbroich entfernt. Der geglückte Start ist nicht nur der einzige Grund, warum Schulleiter Hans-Jürgen Schmitz stolz auf seine Schüler und das Lehrerkollegium ist. Ja, ich bin sehr froh, dass wir als Schule sowas auf die Beine stellen können. Wir sind eine freundliche Schule, wir haben Lehrkräfte, die sich im Bereich sehr, sehr engagieren. Wir haben vor allen Dingen technisch begeisterte Schüler, und ich denke, es ist also hier eine Möglichkeit geschaffen worden, wie wir einfach die Schüler begeistern können für so eine Aktion. Das ist etwas, was die ganze Schulgemeinschaft auf den Schulhof ruft und bei so einem schönen Wetter und beim Sponsor hier aus der Regionalwirtschaft, der uns unterstützt, kann das ja eigentlich nur ein ganz, ganz toller Tag sein, und den haben wir hier heute mit Begeisterung, auch mit Unterstützung der Eltern machen können, und da bin ich ein Stück stolz drauf, dass das hier in Kasseß wieder eine gelungene Aktion ist. Und die Realschule Plus in Kasseß schafft noch ein weiteres Fach, dass die Schülerinnen und Schüler an die Technik durch Begeisterung heranführen wird. Es ist unser Kollege Thomas Schmitz, der unser MINT-Beauftragte ist, der auch hier Dinge angestoßen hat. Jetzt nicht nur diese Technik AG, die dieses Stratosphärenprojekt möglich macht, sondern der Schmitz hat ein neues schuleigenes Wahlpflichtfach initiiert. Das heißt Bauen und Programmieren, kurz BUP. Eigentlich eine Fortführung unserer Ambitionen, die wir haben, wo wir jetzt künftig auch mehr das Augenmerk legen auf Programmieren und Steuern und damit auch noch ein bisschen mehr in Richtung Technik zu pushen. Und ich denke, dass wir mit diesem neuen Wahlpflichtfach also hier wieder einen ganz großen Wurf landen, der auch jetzt schon bei den Schülern enorm gut angekommen ist. Man sieht es an der Resonanz, wie dieses neue Wahlpflichtfach hier gewählt worden ist. Also freue ich mich drauf. Dass der Ballon diesmal ideale Fotos liefert, dafür haben die Schülerinnen und Schüler und Lehrer Thomas Schmitz diesmal vorgesorgt. Denn beim ersten Experiment mit dem Ballon vor einigen Jahren hatten die Akkus der Kamera schlapp gemacht. Thomas Schmitz. Ja, im Vergleich zum letzten Mal haben wir jetzt an der Technik was gemacht. Und zwar hatten wir beim letzten Mal nur so GPS-Tracker, die mit dem Mobilfunknetz funktioniert hatten, wobei wir da die Gefahr hatten, dass wenn das Mobilfunknetz oder die in einem Funkloch landen, dass wir die Sonde dann nicht gefunden hätten. Und mittlerweile, 3 Jahre später, ist die Technik so, dass wir jetzt satellitengestützt praktisch den Ballon nachverfolgen können, sodass wir die Hoffnung haben, auch wenn er in einem Funkloch landet, dass wir ihn dann trotzdem auch finden können. Weiterhin haben wir beim letzten Mal das Problem gehabt, dass nach einer Dreiviertelstunde die Kamera ausgefallen ist, weil der Battery Pack nicht funktioniert hat. Heute haben wir das haben wir korrigiert und haben noch eine zweite Kamera mit eingebaut, sodass wir heute hoffentlich auf jeden Fall schöne Aufnahmen vom Weltraum dann auch sehen werden. Diesmal hat alles geklappt, wie sich am Abend im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach zeigte. Dort wurde der Ballon samt Technik mit GPS aufgespürt und geborgen. Die ersten Auswertungen zeigen faszinierende Bilder aus 36.000 Metern Höhe. Verständnis, das ist etwa 3-mal höher als Verkehrsflugzeuge fliegen. Dort ist das Schwarze des Weltraums sichtbar und die Erde beginnt als Kugel zu erscheinen. Eine einzigartige und faszinierende Kulisse. Die Bilder sprechen für sich.